Achtsamkeit, Präsentation, Achtsamkeit, präsent sein im Hier und im Jetzt. Darum geht es im heutigen Video. Hallo, ich grüße dich ganz herzlich zu diesem Video hier. Mein Name ist Irmgard, schön, dass du heute hier wieder mit dabei bist. Ja, heute geht es nochmal darum, präsent zu sein im Hier und im Jetzt. Wenn du die letzten Übungen mehr oder weniger mitgemacht hast und dich darin auch schon ganz viel geübt hast, dann ist das vielleicht jetzt weniger ein Thema für dich. Aus meiner eigenen Erfahrung ist es aber auch so, dass das viel Übung und einen längeren Zeitraum braucht, um sich wirklich darin geübt zu haben, ganz, ganz viel präsent zu sein im Hier und im Jetzt. Wir lassen uns so durch den Tag mit unserem Gedankenkabarett leiten und stressen, wie oft sind wir nicht präsent im Hier und im Jetzt im Augenblick, sondern sind abgelenkt durch die Umgebung, durch Begebenheiten oder einfach nur so, weil das, was wir gerade machen, weil uns das langweilt oder wir das nicht gerne machen und wir so mit den Gedanken immer wieder abschweifen. Oder auch wenn wir es gerne machen und trotzdem abschweifen mit den Gedanken, wenn wir irgendwo in einer Veranstaltung, im Vortrag sind, den wir auch total spannend finden und trotzdem schweifen wir ab und zu mal ab mit den Gedanken nach Hause zum Beispiel, in die Wohnung, bei die Bügelwäsche, in die Küche oder was auch immer. Oder sind mit den Gedanken im Gestern oder wir ahlen uns mit unseren Gedanken im Morgen, vielleicht sogar in Zukunftsängsten und in, ja, wie man so schön sagt, ungelegten Eiern. Und da möchte ich dich heute mal dazu animieren, deine Gedanken dahingehend zu beobachten, wie oft du tagsüber abschweifst mit deinen Gedanken und nicht präsent bist im Hier und im Jetzt, sondern mit deinem Körper zwar da bist, aber gedanklich im Gestern oder im Morgen bist. Und nicht nur, dass uns das stresst, sondern die vielen Geschenke und Botschaften, die das Leben, die das Universum jederzeit für uns bereithält, die Informationen und die Botschaften, die prallen an uns vorbei, weil wir nicht präsent sind. Ich vergleiche das immer gerne mit dem Briefkasten. Wenn ich morgens nicht zu Hause bin und der Briefträger kommt, kann er mir den Brief nicht persönlich in die Hand drücken. Er kann ihn in den Briefkasten reinwerfen, aber es liegt dann nachher an mir, in diesen Briefkasten reinzuschauen, was da an Geschenken, an Briefen etc. im Briefkasten sich befindet. Und genauso verhalten wir uns einfach, wenn wir nicht präsent sind im Augenblick. Wir können die wunderbaren Geschenke, Botschaften, Informationen, Hinweise und Lichtblicke, wenn wir uns vielleicht in schwierigen Situationen befinden und nach Lösungen suchen, oder auch um Hilfe gebeten haben und irgendwo in welchen Situationen auch immer vermeintlich keine Hilfe da ist und das Universum schickt uns da Lichtblicke, Informationen, wie die Lösung denn ausschauen könnte, aber wir sind nicht da, es prallt an uns ab. Und dann wissen wir halt einfach auch meist nicht, wo der Briefkasten des Universums sich befindet, um da reinzuschauen, was da alles drin ist. Ja, und so drehen wir uns im Kreis und so ist es zum Teil dann eben auch zum Teufelskreis geworden. Und wenn ich mich einfach darin übe, im Hier und im Jetzt präsent zu sein, tagsüber, so oft wie möglich, meine Gedanken zu beobachten und jedes Mal, wenn ich merke, ups, ich bin ja im Gestern oder ups, ich bin ja im Morgen, nochmal zurückzukommen ins Hier und ins Jetzt und in den Augenblick. Das heißt natürlich nicht, dass ich mich nicht mal mit Kram von gestern oder vorgestern oder aus der Vergangenheit, der in die Heilung gebracht werden möchte, der immer noch ungute Gefühle in mir auslöst, dass ich mich damit mal beschäftigen sollte oder darf. Aber dafür kann ich mir auch bewusst Zeit nehmen, dass ich mich zum Beispiel hinhocke und sage, okay, heute Abend nehme ich mir eine Stunde Zeit, weil mich die Situation XY immer noch beschäftigt. Ich merke, wie da immer noch wie so ein Damoklesschwert etwas auf mir lastet und heute Abend nehme ich mir Zeit, beschäftige mich damit und bringe das in die Heilung. Oder im Hinblick auf die Zukunft heißt es auch nicht, da war gerade eine Fliege auf der Linse, sowas. Oder auch im Hinblick auf die Zukunft heißt es auch nicht, dass ich mich nicht mit meiner Zukunft beschäftigen sollte und Zukunftspläne schmieden sollte. Aber auch bitte da, sich bewusst Zeit nehmen und da sich mal hinhocken und sagen, okay, heute Abend setze ich mich mal hin oder am Sonntagabend hocke ich mich mal hin und nehme eine Stunde ganz bewusst Zeit,
um mal meine Zielcollage für die Zukunft neu zu gestalten und meine Ziele neu schriftlich zu formulieren. Denn was bringt es mir, wenn ich mich den ganzen Tag durch den Tag hetzen lasse, gedanklich gesehen im Gestern und im Morgen bin, aber nicht im Hier und im Jetzt und den Augenblick, der so wunderschön und so wunderbar sein kann, voller Fülle, voller Geschenke vom Universum, aber ich bin nicht da, ich bin nicht präsent, ich kann ihn nicht wahrnehmen. Und deshalb ist das so immens wichtig, sich in der Richtung dahingehend zu üben. Ich hoffe, ich konnte dich da ein bisschen mit animieren und anstecken. Und ja, ganz herzlichen Dank für dein Dabeisein, für dein Interesse. Bis zum nächsten Video. Tschüss, deine Amgard.